Alles klar, auf zum Blutmond. Ja, wo sind sie? Also hier hätten wir tatsächlich noch Blöcke hinsetzen können, ne? Damit da kommen sie, da wo die Tür, da, sie kommen da, wo die Türen sind. Wo denn? Da, wo die Türen sind. Was scheppert denn hier wie beim Händler? Alter, die rennen ja wie Sau. Ein Bomber. Ja, zwei. Bomber? Ja, La Bomba. Lambada. Das hier läuft ja immer noch. Guck, die Türen triggern. Versucht einer durch die Tür zu kommen. Über die Leiter. Oh, Entschuldigung. Oh, ich bin tot. Wieso bin ich tot? Weiß nicht. Wurde es eliminiert. Von wem denn? Von mir zufällig? Keine Ahnung. Das heißt aber für mich, ne, ich bin völlig nackig. Mein Rucksack liegt bei euch auf dem Dach. Und ich. Ja, ich hab dich. Ute, ich hab dich aus Versehen erschossen. Es tut mir leid. Ich hab nämlich, wer hinter mir war, ein Zombie und ich hab um mich geschossen. Ich hab das nicht gesehen. Tut mir ist leid. Denn noch irgendwo Muni, dass ich mich durchkämpfen kann jetzt? Wo bist du denn? Ja, in der Base. Ach so. Und hier stehen alle Türen auf. Ich fühle mich richtig wohl jetzt gerade. Ich bin jetzt feige, wie ich bin, ganz nach drüben geflüchtet. Also, ich kann schon mal als Zwischenmitteilung vermelden, wenn man nicht auf die Zombies schießt, die gehen echt zu den Türen. Wie wechsle ich denn hier die Munition? Ich habe jetzt andere. R gedrückt halten. Okay. Und dann aufwählen. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Dann komme ich jetzt zu euch. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ja, in den Kisten sind ja noch recht gute Ausrüstungen und Waffen. Der Stahlkiste und so weiter. Ja, warte. Angezogen bin ich ja noch. Ich bin ja noch komplett angezogen. Nur mein Rucksack mit meiner Munition liegt bei euch. Okay, ja. Dann komm hier hin. Oh. Ich versuch's. Der muss ja aufpassen, dass ich nicht noch den Godzilla aus Versehen erschieße, wenn der da unten rumläuft. Habe ich das gerade richtig gesehen? Warst du da unten? Ja, ich mach hier die Zombies weg. Okay. Jetzt. Ich muss einfach ganz ruhig bleiben. Ja. Vorne laufen die einem. Also die sind eigentlich total easy zu killen, wenn man genug Munition hat. Wenn man genügend Munition hat, genau. Also mit der Ute, ja, also Ute, das tut mir wirklich leid. Ja, ne, das Problem ist nur, ich das werde... Das war so ein Haufen und ich habe einfach draufgeschossen und du musst irgendwo dazwischen gestanden haben und dadurch habe ich dich gar nicht gesehen vor lauter Zombies. Ich komme nicht mehr zu euch, wenn ich werde wahrscheinlich nicht mehr ins Haus kommen. Das ist das Problem. Ja, ich habe zugemauert. Nee, hinten ist noch offen, glaube ich. Ja, nee, das kannst du vergessen, weil ich habe nicht vorne Beton reingemacht. Aber weiter bin ich halt leider nicht gekommen. Du kommst noch übers Labyrinth geht noch. Dann stelle ich mal hier hin. Kann ich hier auch noch ein bisschen schießen, ohne dass ich jemanden sehe. Da war neben dir eine. Danke.
Nein! Oh, hallo, Rute. Hallo. Ich bleib hier stehen in meiner Schnurecke, damit ich nicht aus Versehen wieder auf jemanden... Nein, da ist ein Dämonischer. Oh. Hab ich den jetzt erschossen? Nein, da ist schon wieder ein Dämon. Wann geht denn hin? Jason, von deinen Türen steht aber nicht sehr viele. Aber das hat funktioniert, die haben getriggert. Wer läuft denn da hinten rum? Jetzt habe ich da drauf geschossen. Der Godzilla ist da hinten. Oh ja, und dann wird er erschossen von uns, ne? Ja, darum in die Richtung schieße ich aktuell gar nicht. Ich habe keine Munition mehr, wieso kann ich nicht schießen? Deine Waffe eventuell kaputt. Ja, du hast mich. Ach, bitte. Wir sind im Haus! So, eins kann ich euch sagen, die sind in der Überzahl. Ja. Ja. Heftig, aber geil. Ja, noch hält sich die Brücke ganz gut. Gebraucht ja so. Sehr gute Material, Mann. Ja, aber deine Bude hält sich nur noch mit Fangseile zusammen. Aber hält.
Die kommen aus dem Labyrinth? Wow! Hey, ich will mich um den Faden Wo kommen die denn her? Aus dem Labyrinth. Die haben sich da irgendwie durchgeführt. Scheiße, ich bin rausgefallen. Achtung, ich bin draußen. Eine Idee bei dir, die Blutmondnacht zu verbringen. Klappt doch einfach stressfrei auf jeden Fall. Ja, total stressfrei. Ich muss erstmal eine Stelle finden, wo ich meine Waffe reparieren kann. Ich laufe gerade weg. Nicht mich erschießen. Du hast es. Verdammter Mist. Ich hab gerade meine letzte Muni am Start. Also, in den Trag. Ja! Den Drack dahin geschützt, falls. Dann fahr los! Ist sie weg? Wer fährt? Oh oh! Okay, dann mache ich jetzt das, was ich vorgeschlagen habe. Wer ist jetzt? Nein! Nein! Ich bin runtergefallen! Oder nimm die Ute mit! Ich bin runtergefallen! Nee, oh, warte, ich komm wieder hoch, ich komm wieder hoch. Ich schaff das. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich bin wieder oben. Das Problem ist, ich hab noch 30 Schuss. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Nee, warte, komm her. Ich habe noch Muni. Ja, dann. Ich schmeiß dir die mal hier hin. Ich hab 7 mm, oder? Ja, ja. Hier. Super, danke, Ute. Nicht dafür. Das ist natürlich jetzt schwierig. Oh, warte, hier unten. So, auch wieder. Wenn da unten sind, rennt jetzt der Godzilla, der Fossi, glaube ich, auch noch. Und der Jason hier ist oben, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufpassen, wie man hier Freunde. Ich würde sagen, Mädels, wehrt euch. Wir versuchen hier die. Die Gruppe. Hab ich jetzt auch. Nein, hier geht's nicht hoch. Lang macht's der Wagen aber nicht mehr. Das ist schwere, ey. Was treiben die denn hier schon? Nee, so geht das nicht. Also ich glaube nicht daran, dass wir noch eine zweite Blutmondnacht überleben werden. Einfach aus dem Grund, weil wir keine Munition mehr haben. Ja. Ohne Leiter. Das dauert zu lange, also Munition anstellen, ja, aber für alle, das wird schwierig. Das ja. Glaube ich nicht. Oder wir gehen einmal auf Wanderschaft. Ja. Da muss die Falle ein bisschen von der Arbeit übernehmen. Ja gut, aber der braucht trotzdem ja auch Munition. Ja, ja, klar. Die große Falle, die ist Oh, da ist ein bisschen Blutschaden. Ja. Vor dem habe ich echt Angst. Ich glaube, mich zerreißt es gleich. Oh nein! Ute? Ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen, du bist aber nicht gestorben. Nein. Ich bin nämlich gerade noch rechtzeitig zur Seite. Och, dieser Blöde, der ist so doof. Ich lock sie weg. Die haut an dein Auto, Jason. Bist du noch im Auto? Nein, bin ich nicht mehr. Da ist so eine Tante, ich will aber nicht aufs Auto schießen, weil ich Angst habe. Die hängt da fest am Auto. Eine Schütze drüber, Glitsch drüber. So, jetzt habe ich es mal geschafft, meine Wumme zu reparieren.
So, Mädchen. Komm. Adi kommt jetzt. Ich fall auch gleich. Ich bin die Einzige, die noch auf dem Dach steht. Wo seid ihr denn alle hin? Ich komm wieder zurück. Meine Waffe ist wieder repariert. Sehr gut. Ich bin alleine hier. Ich hab die ganze Horde weggelockt. Jetzt bring ich sie wieder zurück. Achtung. Oh, oh. Ich bin gestorben. Magst du immer noch den Bogen haben? Oh. Nee, ich muss die MP reparieren. Oh, jetzt habe ich fast Fuzzy erschossen. Ja, da muss man extrem aufpassen. Was? Bin auch elegant an dir vorbeigerannt. Was war das? Wie getanzt, würde ich sagen. Alter Schwede. Ohne Munition ist schlecht, ne? Es ist mega geil, ne? Wenn man hier draußen rumläuft und man muss sein Gewehr reparieren und ein Medkit nehmen. Es ist schon heftig hier. Das habe ich mit Mühe und Not geschafft, hat sich was alles. Ah. Nur, dass ja jetzt gerade in diesem ganzen Volk niemand von euch drinsteckt, wo ich bin. Ich bin derzeit zu Hause. Nee. Wird doch schon wieder piep, 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 piep. Ja, er ist schon explodiert. Ah, der ist schon. Mhm. Aha. Ich komme wieder. Alter, wieder blöder Geier vor meiner Nase. Geh doch weg von mir. Wo ist er denn? Ach, Ode, du bist da. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich bin hier ganz alleine. Nee, ich habe mich erstmal durchschlagen müssen. Ja. So, und ein Geier? Was ist hier die ganze Zeit an? Oh, ich höre schon aus der Ferne das Geballere. Ich sehe nicht mehr. Ich bin gleich tot. Oh oh. Was ist denn das? Hier ein Vogel oder was? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ja. Aber so schnell kann meine... Er ist ja tot. Super, danke, Rufe. Der hat mich nicht irgendwie immer attackiert. Okay. Da unten steht einer von uns. Da will ich mit dazwischen ballern. Ja, ich weiß. warte, jetzt muss ich ein Stück weiter nach links und jetzt ist ja die Hälfte vom Haus. Da ist wieder ein Berserker. Gilt es noch eine halbe Stunde, dann haben wir es geschafft. Ja. Ist der jetzt gerade explodiert? Zu viele. Wir sind überall welche. Nee, wenn der so aber so nah an direkt. Da stehen nur noch drei Steine. Wenn der hier so nah an mir ist, da habe ich Angst, dass ich mit ihm in die Luft fliege. Brauche ich nicht unbedingt. So gefühlt, egal wo ich hinschieße, ich treffe einen Zombie. Ja. Nein! Achtung, nein. Irgendwo, Demolisher! Das war jetzt nah. Ute? Ja? Ja. Okay. Ah, nee. Du bist noch da, Ute. Ja. Ich bin tot. Ich hatte einen Demolisher erwischt. Ist bei mir explodiert. Das geht zu schnell jetzt. Ja. Rechner ist aber auch ziemlich am ruckeln. Also ja, das ist kein ein gutes Spiel mehr. Hallo, Gilio. Schönen guten Abend. Hallo. Hi. Na? Okay, oh. Jetzt kann ich ganz in Ruhe zurückkommen. Spinne. Der Tag fängt an.
Himmel hilf. Tja, du wolltest es nicht anders. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Schöner wohnen mal anders, ne? Ach, oh, jetzt habe ich mich voll erschrocken, hab gedacht, hier unten. Nein, ich war's. Die sind noch hier unten. Alle. Ja, alle. Ich zerleg die hier gerade mal. War schon heftig.